Der Wunsch nach einem Parkhaus im Tiefe Tal hält sich in der Güstrower Bevölkerung schon seit Jahren. Im Fokus stand dabei das über 2100 Quadratmeter große Grundstück Pferdemarkt 39, Tiefe Tal, das sich für Güstrower noch mit dem Namen Möbelhaus Westphal verbindet. Nach einer 8-jährigen Verhandlungsdauer ist es der Stadt gelungen, eine Erbengemeinschaft zusammenzuführen und das Grundstück zu erwerben. Geplant ist, das Wohn- und Geschäftshaus zu erhalten und das restliche Areal, das in der Spitze bis zur Schneuenstraße reicht, zu beräumen. Das soll bis Ende 2018 geschehen. Die Stadtvertretung beauftragte nun auf der Suche nach Investoren ein öffentliches Interessenbekundungsverfahren. Schwerpunkt ist das Parken und Einkaufen. Einkaufen ist ja in der Altstadt bei zunehmender Bevölkerung immer noch ein Problem. Ein Aldi oder sowas ist schwierig in unserer eng bebauten Altstadt zu integrieren. Und das wollen wir jetzt an dieser Stelle versuchen mit Partnern. Und natürlich Parkplätze, immer wieder ein Thema. Und dort gab es vor Jahren schon mal einen positiven Bauvorbescheid, dass man im tiefen Tal hinten ein Parkhaus bauen kann. Und mit diesen Themen und den Angeboten, die jetzt vorliegen, wir haben zwei Interessenten, werden wir uns auseinandersetzen und in der Folge der Stadtvertretung einen Vorschlag unterbreiten, wem dort der Zuschlag erteilt werden soll. Beteiligt an dem Verfahren haben sich zwei Interessenten, die drei Vorschläge eingereicht haben. Ein Vorschlag geht von einer ausschließlichen Nutzung durch den Einzelhandel und dem Schaffen von mindestens 220 Stellplätzen aus. Der zweite Anbieter will der Forderung nach Nutzung für Wohn- und Handelszwecke entsprechen und plant die Umsetzung des Kapmarktes in diesem Bereich. Etwa 130 Stellplätze sollen geschaffen werden. In zwei Varianten wird eine Ausdehnung des zu beplanenden Bereiches auf angrenzende private Grundstücke vorgeschlagen. Sollte einem der Anbieter der Zuschlag erteilt werden, rechnet die Stadt mit einer Realisierungszeit von 3 bis 5 Jahren.